Eine weitum bekannte und herrliche Aussicht bietet der Pfänder. Schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts ist er ein beliebtes Ausflugsziel. Und heuer seit 90 Jahren ist dieses Ausflugsziel per Seilbahn zu erreichen. Die Pfänderbahn startete mein Großvater mit seinen beiden Brüdern. Die beiden hatten oben das Hotel am Pfänder. Sehr viele Gäste wollten auf dem Pfänder hinauf, mussten zu Fuß gehen, mussten mit dem Ochsenkarren fahren oder auf ein Maultier sich setzen. Das war weit, lang und unbequem. Und es gab vorher schon Ideen von der Firma Jenny und Schindler. Und dann später entwickelten sich dann mit der Technologie aus Südtirol, aus dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, die Idee der vorgespannten Seilbahn, der vorgespannten Pendelbahn, wie wir sie hier am Pfänder haben, die Nummer 3 hat heute noch im Ministeriumsakt, weil sie die dritte Seilbahn Österreichs war. Die Pfänderbahn wurde am 20. März 1927 eröffnet. Damals gab es keine Beispiel für Architektur einer Seilbahn im Grunde genommen. Die anderen waren ja auch erst fertiggestellt oder noch im Bau. Und da wurde ein Architekt gewonnen, das war der Baurat Willibald Braun, der mit der neuen Sachlichkeit Objekte errichtet in Bregenz, bis hinauf nach Geisbühl, die Lungenheilstätte, bis hinein in das Montafon, und ein sehr bekannter Architekt war und konnte hier einen Meilenstein der Architektur in ganz was Neuem setzen, wovon er persönlich aus den Erzählungen weiß ich, dass ganz begeistert war, etwas Neues zu bauen, etwas anderes, was noch nie da gewesen ist, eine Talstation. Und die baut er in der neuen Sachlichkeit mit den typischen braunschen Spitzbögen, die sogenannte Braungotik genannt. Über 30 Millionen Gäste konnten wir bei der Pfänderbahn schon begrüßen in den letzten 90 Jahren, die mit uns den Berg emporglitten. Das war auch von Anfang an eines der großen Dinge der Pfänderbahn, die Fahrt hinauf, die gemütliche, angenehme Fahrt, das Gleiten, das Schweben über den Wolken, dann die Freiheit zu genießen, um ein Zitat von einem berühmten Sänger zu machen, und auch um oben den sanften Tourismus zu genießen. Die Pfänderbahn und der Pfänder sind schon lange bekannt als technikfreier, sanfter Tourismus. Wir wollen keinen Krawall, keine Aufregung, sondern einfach nur den Blick genießen, die Natur genießen und die Seele baumeln lassen und sich ein bisschen entschleunigen. Für die nächsten 90 Jahre haben wir vor, das Gleiche zu tun wie heute. Wir wollen am Berg schon vieles ändern, aber immer ganz fein schleifen. Ein bisschen die Inszenierung der Natur verändern, mit kleinen Schrauben drehen, gemütlich mal was ändern, etwas ergänzen. Wir werden jetzt im Alpenwildpark, haben wir gerade eröffnet, eine Rutsche, damit die Kinder etwas mehr Unterhaltung haben, ein Balance-Elemente und auch noch das eine oder andere an Informationen zusätzlich, damit die Leute dort etwas mehr Unterhaltung haben. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir einen guten Weg bis jetzt, werden den weiterführen, und jetzt gehen wir mal ans Feiern und feiern den Geburtstag. Gefeiert wurde 2 Tage rund um und auf dem Pfänder. Aber mit und ohne Party, der Pfänder ist für das Dreiländereck ein beliebtes Ausflugsziel für Familien, für Paare, für Sportliche, für Gemütliche. Einfach für jeden. Weil ich da Fahrrad fahre und ein bisschen umspringen mit dem Fahrrad. Ein Spontanausflug. Ganz spontane Entscheidung, dass wir raufgehen auf den Pfänder und mit dem Fahrrad ein klein rumdüsen. Das gehört zum Hausprogramm, wenn man hier in Lindau am Bodensee ist, dass man in Bregenz auf jeden Fall auf den Pfänder macht. Ein jeder weiß das, und deswegen haben wir uns hier auch hochgeschafft. Ja. Weil ich erstens einmal aufs Vorarlberg komme und der Pfänder liebe über alles. Man kann viel mit den Kindern machen, und Bergen ist Erholung pur.